Das Krasse ist eigentlich, beim Bienensterben denken jetzt alle immer, ey, die Honigbienen sterben und fuck, wir werden auch alle sterben. Das Ding ist, es geht gar nicht um die Honigbienen. Wir Imker kümmern uns um die Honigbienen. Also die haben eigentlich überhaupt kein Problem. Also den Kollegen geht's gut. Aber es gibt zum Beispiel so Wildbienen. Ihr kennt ja alle Insektenhotels, diese Dinger mit diesen Röhrchen hier drin. Und da nisten die Wildbienen drin. Also das sind eigentlich die, die gerade krass aussterben. Und deswegen müssen wir denen helfen. Das hier ist ein Wildbienenhotel, was ihr euch überall hinhängen könnt. Auf dem Balkon, Fensterbrett, was auch immer. So könnt ihr denen total easy helfen. Ich meine, klar, die fallen euch vielleicht nicht so auf, aber ihr könnt es mal beobachten. Wildbienen können so abgespaced aussehen. Es gibt in Deutschland über 550 verschiedene Arten, die alle eine andere Aufgabe haben. Die eine fliegt nur zu der Blüte, die nächste nur zu der. Und das hängt alles miteinander zusammen im Ökosystem. Und deswegen sind die mega wichtig für uns und wir müssen sie schützen. Ja, ihr braucht doch keine Angst haben, weil die können euch nicht stechen. Die haben nämlich nur so einen kurzen Stachel, der kommt nicht durch eure Haut durch. Das ist eine Wildbiene. Würdet ihr jetzt überhaupt nicht denken, oder? Ich selber wundere mich manchmal, ey, yo, sieht aus wie eine Fliege oder was? Aber... kleine Gangster.